Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen My Little Box, die in einer sehr interessanten Verpackung daherkommt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box ist eine französische Abo-Box, die monatlich erscheint, 18,50 Euro pro Box und pro Monat kostet. Und die ich jetzt gerade mal versuche, aus ihrer Verpackung zu befreien. Oh mein Gott. Wer ist das? Sandra, liebe Grüße. wow, guck mal. Also wir haben, Verwirrung. Jedes Jahr, glaube ich, gibt es eine Kooperation mit Caudalie. Und diesen Monat oder dieses Jahr ist es alles so hübsch. Oh mein Gott. Also ich habe mich jetzt heute mal im Safari-Look fertig gemacht. Und irgendwie sind meine Augen sehr hell. Egal. Und das sieht doch total schön aus. Oh mein Gott. Mag ich gerne leiden. Schönes Täschchen schon mal. Wir haben in der My Little Box jeden Monat 3 Beauty-Produkte und 2 Trend-Accessoires drin enthalten. Und jetzt haben wir halt so eine Sonderedition, ne, wo es halt um die Marke Caudalie vor allem geht. Das ist eine Marke, die uns auch schon mal öfters über den Weg gelaufen ist. Und wir haben das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, im Deckel dieser Pappbox drin enthalten, die übrigens auch sehr, sehr schön von innen ist. Also da muss ich mir echt mal überlegen, ob ich die noch irgendwie weiterverwenden kann. Wir entdecken mal das Motto, ne? Sich der Sonne zuwenden wie Sonnenblumen in dicken Schals. Mit dem Winter hat sich auch die Sonne verabschiedet und beginnt uns zu fehlen. Ja, auf jeden Fall. Los geht's. Wir strecken unsere Nase nach draußen, um die ersten Frühlingsstrahlen einzufangen und unsere Batterien wieder aufzuladen. Oh ja, es soll tatsächlich jetzt auch diese Woche bis zu 13 Grad werden und ich musste auch schon die Rollläden gerade runter machen, weil die Sonne halt so hell hier reinschien. Ne? Das ist total klasse. Gleich gehen meine Mama und Sammy und ich spazieren. Ich freue mich schon voll. Deinen Platz an der Sonne findest du in deiner neuen Box. Mach dich bereit für eine geballte Ladung Sonne und Vitamine von Caudalie und sag fahlen Winter, tons, ade. Stell dir vor, es ist schon Sommer und lass dich von der sonnigen Energie beleben. My Little Box x Caudalie. Das finde ich klasse. Ich freue mich drauf. Ne? Endlich wieder Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wo ist der junge Mann? Da hinten? Hier fehlt irgendwie Licht. Ich habe das Deckenlicht gar nicht angemacht, Leute. Ja, alles erscheint gerade irgendwie ein bisschen heller. Oh, großartig, ja, ich habe mich gerade schon gewundert so im Display. Hä, warum ist das alles hier so dunkel im Hintergrund? Ja, man sollte Licht anmachen, ne? Ich freue mich sehr, dass ich die Box zugeschickt bekomme und sie halt hier mit euch zusammen öffnen kann. Ich hatte die damals selber im Abo und irgendwann hatte mich dann auch die liebe Steffi angeschrieben und gefragt, ob wir da nicht zusammenarbeiten wollen. Ja, da habe ich ja gesagt. Und ich habe die Möglichkeit, in diesem Video auch eine Box an einen von euch zu verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, genau. Hier haben wir dann auch noch so ein schönes Ding, Sunshine Seeker, das kann man auch super als Karte weiterverwenden. Hatte ich schon öfters, dass wenn ich dann zum Beispiel mal Tauschpakete hatte oder so, dass meine Tauschpaketpartnerin diese Karten als Karten verwendet haben. Und mit dem Code BLOSSOM bekommt man dieses erste Produkt gratis mit dabei. Und zwar ist es von Caudalie Venus Horse Hydra Serum SOS Hydratant. Okay, ein hydratisierendes Serum. Organic Grape Water, Hyaluronic Acid, Antioxidant, Polyphenols. Okay, 30 ml sind hier drin enthalten. Also quasi mit Traube ist ja auch ziemlich viel bei Caudalie am Start, ne? Ich hatte auch schon von Caudalie so einen Toner, den ich auch mal ganz gut fand. Und das ist richtig hier aus Glas hier unten drin. Und ja, ich muss meine Fingernägel definitiv noch so ein bisschen der Jahreszeit anpassen, denn ich habe sie gestern mal ablackiert und gekürzt. Und ja, das finde ich schön. Also ein schönes Serum, definitiv. Und wenn man die Box neu abonnieren möchte, kann man das auf jeden Fall gratis mit dazu bekommen mit dem Code BLOSSOM. Das finde ich auch schön. Und jetzt möchte ich aber mal so langsam in dieses Täschchen reingucken. Es wird natürlich vor allem um Pflege gehen. Ab und an haben wir ja auch mal ein bisschen dekorative Kosmetik oder so in dieser Tasche oder Box enthalten. Ich finde diese Tasche total schön. Also perfekt, wenn wir jetzt so Richtung Frühling, Sommer denken, ne? Und dann vielleicht auch mal irgendwo in Urlaub fahren oder so, dass man da auch seine Make-up-Produkte drin verstauen könnte. Ja, dann ist es relativ dick. Das finde ich cool. Und oh mein Gott, hier sind echt viele Produkte drin enthalten. Manchmal ist diese Tasche auch quasi in dem Wert der Box enthalten. Ich gucke einfach mal, was so ein Täschchen grob kostet. Ich weiß es nicht.
5 bis 10 Euro oder so, ne, wenn man das so bei Amazon auch kaufen würde. Und hier haben wir die ganzen Produkte auch nochmal aufgeführt. Let the vitamins shine. Lass die Vitamine scheinen. My Little Box X Caudalie. Ach schön, und hier sind auch die Produkte aufgeführt, welche Produkte hier so enthalten sind. Ach, guck mal, wie wäre es mit einem legendären Caudalie-Reinigungsprodukt geschenkt? Beim Einkaufswert von 45 Euro erhältst du ein Reinigungsprodukt von Caudalie gratis. Gib bei deiner Bestellung einfach den Code DETOXBOX auf caudalie.com ein oder zeige diesen Coupon in deiner Caudalie-Boutique Spa, SPA, genau, oder Apotheke. Das finde ich auch schön, ne? Das finde ich echt schön. Gilt bis zum 30. April, vom 5. März bis zum 30. April 2022. Schön, definitiv. So, dann gucken wir mal weiter. So, hier haben wir noch ein Serum drin enthalten. Vinergetic C+. Sofortige Ausstrahlung und aufpolsternder Effekt mit Vitamin C+, Hyaluronsäure und Polyphenolen. Auch hier sind 30 Milliliter drin enthalten. Ich muss echt mal diese Caudalie-Produkte mal so ein bisschen in meine Pflegeroutine auch integrieren, um euch da ein bisschen mehr zu sagen. Bis auf, ja, der Toner war ganz gut, ne? Antimüdigkeit finde ich super schön, wenn du das so morgens verwendest. Vitamin C muss man jetzt ein bisschen aufpassen, aber das ist sowieso total wichtig, jetzt morgens immer einen schönen Lichtschutzfaktor zu verwenden. Habe ich jetzt auch tatsächlich unter meiner ganzen Schminktirade heute Morgen aufgetragen. Ja. Cool. My Caudalie, 30 Points, keine Ahnung. Kannst du morgens und abends verwenden, steht hier auch drauf, ne? Ja gut, aber Antimüdigkeit würde ich persönlich eher morgens verwenden. Dann haben wir hier was von Caudalie drin enthalten. Tee de Vigne Hyaluronic Nourishing Body Lotion, 30 Milliliter. Die kann ich doch direkt mal in Anwendung nehmen. Und dann kann ich euch im März aufgebraucht Video auch ein bisschen was dazu erzählen. Also ich mag das ja mit diesem Traubenduft auch recht gerne leiden, ne? Und ich glaube, Caudalie ist ja auch so Clean Beauty und so, ne? Das ist 100% Plastic Collect, 1% für den Planeten. Ohne Parabene, steht hier alles auf Französisch, ne? PEG, Silikone und so weiter. Und auch kein tierische Inhaltsstoffe sind hier drin enthalten. Vegan, 98% sind, der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Hier habe ich das jetzt einfach mal auf die Hand gegeben. Und das ist sehr, sehr flüssig. Aber ich mag den Duft. Das riecht ein bisschen nach einem aquatischen Parfum. Das mag ich gerne leiden. Ja, ne? Reicht bestimmt für dreimal oder so. Zwei, dreimal, dass ich meinen Körper damit eincreme. Müssen wir mal gucken. Aber das kommt jetzt ab heute Abend mal in Anwendung. Dann habe ich hier das letzte Caudalie-Produkt. Und zwar auch dieses Vinergetic C+. Ist das ein Antimüdigkeit Augenpflege 15 ml gegen Augenringe, spendet Feuchtigkeit mit Koffein, Niacinamid und Olivensqualan. Das ist voll mein Ding, ne? Also Koffein als morgens so Kick unter den Augen finde ich klasse. Niacinamid ist auch ein toller Inhaltsstoff, der so ein bisschen hautberuhigend wirkt, ne? Und das ist ganz schön viel hier drin. So eine kleine Tube haben wir hier. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ich muss aktuell ein bisschen aufpassen mit meinen Augen. Die sind nämlich sehr sensibel, gerade hier so oben drauf. Aber ich gucke mal, dass ich das auch mal demnächst integriert bekomme, weil ich das sehr interessant finde. Also wenn man jetzt theoretisch die Box neu abonnieren würde, würde man 4 Caudalie-Produkte bekommen. Ansonsten, wenn du die normal im Abo hast, sind es 3. Finde ich auch cool. Dann habe ich jetzt hier wahrscheinlich die Accessoire-Produkte mit drin enthalten. La Relève ist das einmal. Ein ganz schöner, angenehmer Stoff. Ich weiß jetzt nicht genau, was es dann ist. Das müssen wir uns gleich mal genauer anschauen. Hier steht das, auf Deutsch nämlich auch noch mit beschrieben. Das Haarband, das dein Hair in the air hält. Like you don't care. Haare, die an den Wangen kleben bleiben, wenn du deiner liebsten Beauty-Routine nachgehen willst. L'horreur. Vermeide das Drama. Dieses Stirnband aus recycelter Baumwolle hält dein Haar in Schach, während du deine Caudalie Instant Detox Vinergetic C Plus Maske aufträgst. Aus den Augen, aus dem Sinn. Okay. Ja, ich habe ein Haarband tatsächlich, und also für im Badezimmer. Und ein zweites kann nicht schaden. Finde ich super. Also es ist kein Stirnband, sondern wirklich ein Haarband in einem schönen Grünton. Huch, was jetzt 1A natürlich zu meinem Look passt. Hä? Ach, das ist mit Klett. Wie passend. Okay. Zack. Oh. Meine Rübe ist ein bisschen groß, Leute, ne? Siehst du wohl. Ja, so funktioniert das nicht. Muss man dann ein bisschen anders machen, aber dann habe ich ja eh meinen Bommel auf dem Kopf
und dann mache ich das so drumherum und dann funktioniert das auf jeden Fall. Also da werdet ihr mich dann demnächst auch mal sehen. Ach, ich kann das auch weiterstellen, indem ich den Knoten einfach ein bisschen enger mache. Das muss ich auf jeden Fall, denn meine Rübe ist nicht klein, ne? Das finde ich klasse. Muss ich aber erstmal in die Wäsche packen. Finde ich echt super. Mit Klett ist es auch sehr praktisch, ne? Schönes Accessoire. Und dann habe ich hier das nächste drin. Dynamic Duo Le Patchieux de Fatigant. Das werdet ihr definitiv im März auf Gebrauchtvideo sehen. Das ist so eine kleine Dose. Und in dieser Dose haben wir Augenpatches. Ein bisschen viel Verpackung, Leute. Komm schon, ne? Wahnsinn. Okay, sehen wunderschön aus. Passt natürlich auch super zu dem Design von der Box. Das mag ich gerne leiden. Aber hier ist auch noch ein Flyer mit dabei. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die ja auch mehrfach verwenden. Das wäre ja cool, ne? Die Nacht war kurz. Es ist ein Satz, den du ab jetzt aus deinem Vokabular streichen kannst. Diese Patches werden direkt unter dem Auge platziert, um deine Augenpartie wach zu kitzeln. Dank des blumigen Designs sind sie auch äußerst selfie-freundlich. Okay. Ja, okay. Trage die Caudalie Vinergetic C Plus Augenpflege auf deine Augenringe auf und klebe die Patches darauf, um die Wirkung um ein Vielfaches zu verstärken. Das ist ja interessant. Spüle die Patches vor dem Gebrauch unter Wasser ab, damit sie besser haften, und wasche sie nach dem Gebrauch wieder aus. Dann sind das wirklich so wiederverwendbare Viecher. Ja, weil das ist hier auch einfach, ne, Silikon oder sowas, so wabbelig. Und dann kannst du die halt vorher abwaschen und drauf machen und nachher abwaschen. Finde ich wirklich geil. Also das finde ich von der Idee her super. Dann hast du quasi zusammen mit der Augenpflege wiederverwendbare Augenpatches. Ich weiß nicht, wie lange die dann halten werden. Werde ich euch, wie gesagt, im Aufgebraucht-Video mal erzählen. Denn jeden Morgen tatsächlich verwende ich so eine Gesichtsmaske und dann auch Augenpatches und so, ne? Das wird dann mal im Kombi ausprobiert, dann zusammen mit dem Haarband natürlich und zusammen mit der Augenpflege. Und das wäre jetzt die Box gewesen. Ich muss wirklich sagen, ne, man zahlt 18,50 Euro, der Preis wird jetzt leider ein bisschen angehoben, aber alles im Leben wird jetzt aktuell gerade eben teurer durch die ganze Situation, die wir so haben auf der Welt, ne, weltpolitisch und auch gesundheitlich gesehen. Aber vollkommen in Ordnung. Wir haben hier geile Caudalie-Produkte, schöne Accessoires mit dabei. Interessante Produkte, und das ist ja das, was ich an Beautyboxen auch so feiere, ne? Dass du hier auch so Produkte drin hast, wo du jetzt im Laden nicht so aktiv zu greifen würdest, wie ja zum Beispiel zu den wiederverwendbaren Augenpatches. Aber so kannst du dir auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? Ich find's geil, ich mag die Box und ja, cool, ne? Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!